Stellen Sie sich auf Hertha BSC in Topform. Kaiserslautern wird förmlich vom Platz gefegt. Schwerpunktmäßig Hertha BSC und Handball in Berlin. Jugendhandball echter Berliner Jungs und Champions League Handball mit Stimmung hoch 3. Eishockey in Salt Lake City ging mit dem 8. Platz erfolgreich zu Ende. Und nun naht das Ende in Berlin. Dorin Herbe aber in Hochform. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Sport in Berlin. Nach 2 Siegen in Folge unter Interimscoach Falco Götz ist Erstligist Hertha BSC ganz scharf darauf, in der kommenden Saison auch auf internationalem Terrain wieder mitzumischen. Wenn gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern gepunktet wird, ist die einst schwächelnde Berliner Elf auf dem besten Weg nach oben. Christian Schiedrich über letzte Vorbereitungen zu einem brisanten Duell. Vorm Heimspiel gegen Kaiserslautern erfahren wir in der BK mehr über den Stand der Dinge. Zurückblickend und optimistisch schlussfolgernd nach vorn geschaut, personell und insgesamt Trainer Falco Götz und zuerst Manager Dieter Hoeneß. Wir haben gerade in München etwas gesehen, was mich sehr gefreut hat. Wir haben Torchancen erarbeitet. Wir haben eben auch wirklich sehr, sehr schöne Spielzüge gesehen. Wir haben Mut gesehen und das ist das, was eben auch weiterhin forciert werden muss, diesen Mut eben zur Offensive, diesen Mut eben auch in die Spitze zu gehen und gleichzeitig nicht die Ordnung zu verlieren. Das war über weite Strecken gut. Es war nicht nur ein klarer, sondern auch ein ganz klar verdienter Sieg. Und so gesehen gibt er uns natürlich auch das notwendige Selbstvertrauen. Solche Spiele wie am Samstag, da kann man wirklich von 6-Punkte-Spielen sprechen. Das sind gegen die unmittelbaren Konkurrenten, wobei ich rückblickend auch sagen muss, das war natürlich auch gegen den VfB Stuttgart und gegen 1860 so. Der Samstag wird es natürlich noch wichtiger, denn wir wollen nach wie vor, und ich habe das damals schon gesagt, diese Minimalchance nutzen. Die Situation hat sich verbessert durch die 2 Siege, aber es ist natürlich noch nichts erreicht. Die Minimalchance ins internationale Geschäft zu nutzen, heißt natürlich dort anzuschließen, wo wir in München aufgehört haben. Wir haben sicherlich 2 wichtige Spiele gewonnen, aber stehen immer noch auf dem 7. Platz und das ist der Fakt. Und deswegen gibt es in keinster Weise irgendwie Grund zur Selbstzufriedenheit. Das haben wir in dieser Woche auch mit durch die Trainingseinheiten genommen. Am Samstag, die Lauterer haben einen super Lauf. Sie haben, muss man sagen, sehr, sehr gute Chancen, auch noch ganz nach vorne zu kommen. So gesehen gegen Kaiserslautern sicherlich zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Gegner von oben zu schlagen. Und ich denke, das ist eigentlich Motivation genug, weil das Ziel bleibt nach wie vor internationaler Wettbewerb. Und da muss man einfach auch solche Spiele gewinnen. Torben, von Anfang an? Da haben wir uns noch nicht entschieden. Das werde ich auch eigentlich beibehalten, dass definitiv zur Mannschaftsaufstellung erst kurz vor dem Spiel gesagt wird. Spieler sind sicherlich informiert. Er hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und darauf kann man sicherlich aufbauen, aber andersrum muss man natürlich auch mit so einem jungen Spieler vorsichtig umgehen. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal. Und Falco Götz wird schon richten. Definitiv nicht mit von der Partie ist Zecke Neuendorf wegen der Leiste. Dick van Buurik, ja, sieht nicht so gut aus, sagt Falco. Auch Christian Fiedler habe Probleme mit der Patellasehne. Aber Marco Rehmer bestand den Trainingstest. Ansonsten sind die ehemals kranken und angeschlagenen Spieler voll einsatzfähig. Die Vorbereitung, alles in allem, ist wieder gut. Und Falco, das dritte Spiel unter deiner Leitung, also wir gehen davon aus, 3 Spiele, 3 Siege wären 9 Punkte. Falco, der Kaiser von Berlin. Na, sagen wir, der König, wenn es weiter so geht. Ja, und nachdem die Vorbereitungen für die Berliner optimal verliefen, stellt sich nun die Frage, ob Trainer Falco Götz mit seinem Team einen Hattrick-Sieg schafft und sich somit einen Platz im Hertha-Rekordbuch sichern kann. Wer darf von Anfang an auflaufen? Wir sehen Michael Preetz und Michael Hartmann. Marco Rehmer, René Tretschok verdeckt dahinter. Denis Lapaczynski, Gabor Kiraj, Bartgor, Josip Simunic, Alex Alves, Marcelinho und Stefan Beindlich. Torben Marx hat auf der Bank Platz.
Der Sieg der Hertha gegen den Angstgegner, den man in 8 Spielen nur einmal bezwingen konnte, war nicht nur ein Pflichtsieg, sondern vor allem auch die Rückkehr zum Fußball mit Herz. Jetzt stehen im Kampf um einen Platz im internationalen Geschäft wieder alle Türen offen. Sven Luskalla mit Reaktionen zum Kantersieg. Hertha BSC bekommt unter Falco Götz immer mehr einen Lauf. Gegen Lautern gelang bereits der 3. Sieg in Folge. Marcelinho glänzte beim 5:1 mit 2 Toren. Seine kleine Krise nach der Winterpause ist vorbei. Einziger Wermutstropfen, nur gut 33.000 sahen das Spiel gegen den Tabellendritten im Olympiastadion. Doch Falco Götz und Marco Rehmer waren dennoch happy. Sicherlich hat es vor allem Publikum sehr, sehr gut getan. Ich denke, wir haben ein wunderschönes Spiel gesehen und die Mannschaft hat wieder mal nachgewiesen, seit langer Zeit, was wirklich in ihr steckt. Ja, ich denke mal, mit dem Spiel ist auch jeden einzelnen Zuschauer warm geworden. Und gut, es hat einfach Spaß gemacht heute. Natürlich war natürlich auch, hatten wir ja in der ersten Halbzeit völlig beherrscht und in der zweiten Halbzeit haben wir nicht nachgelassen und haben echt versucht, weiter nach vorne. Wir haben uns auch so gute Chancen gearbeitet. Es hat eigentlich vielleicht noch höher ausgeführt sogar noch. Ja, ich sag mal, ich habe vielleicht dann die letzten 5 Minuten so richtig genießen können, aber die Mannschaft hat sich das selber erarbeitet. Sie war immer aktiv, sie hat immer agiert und da sieht man eigentlich, was möglich ist. Und das ist das, woran die Spieler glauben müssen. Ja, stimmt. Gut, es ist einfach, jeder Spieler weiß, was er kann und versucht es auch 100% einzubringen. Und man hat auch gesehen, wir sind erst stark, wenn wir wirklich als Mannschaft zusammenarbeiten. Wenn wir das alles kompakt machen, ganzes Spielfeld, wenn wir hinten gut stehen und uns vorne sehr gut bewegen. Und zurzeit klappt es sehr gut. Wir arbeiten jetzt natürlich Woche für Woche sehr hart dafür und versuchen natürlich am Wochenende, nächste Woche auch wieder gleich 3 Punkte zu holen. Also ich denke mal, wir dürfen jetzt auch nicht locker lassen. Was ist mit dieser Mannschaft passiert? Man sieht es ja, irgendwas muss passiert sein. Ne? Ja, was? Ja, der Spaß ist da, die Leidenschaft ist da. Ich sage, wir haben sicherlich viele Komponenten zusammengesteckt und alles das ruft die Mannschaft im Augenblick ab. Und wir hoffen natürlich, dass es noch lange so bleibt. Wir haben jetzt gegen Konkurrenten gespielt, der vorne mit drin ist. Und es war erstmal wichtig, dass wir da wieder näher rangekommen sind. Die letzten beiden Spiele waren dafür, dass wir die ja nicht hinter uns lassen. Aber jetzt kommen wir spielen gegen die Mannschaften, die vor uns stehen. Und wenn wir da natürlich 3 Punkte holen jeweils, hat uns schon sehr gut geholfen. Und am Ende wird abgerechnet. Na ja, gut, wir brauchen uns bloß die Tabelle anzugucken. Kaiserslautern ist oben. Und egal, was heute passiert auf den anderen Plätzen, wir waren sicher, wenn wir Kaiserslautern schlagen, machen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Die Konkurrenz hat genauso gepunktet wie Ihre Mannschaft. Macht Sie das ein bisschen nervös? Überhaupt nicht, weil solange wir unsere Aufgaben erfüllen werden, kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher. Und deswegen, wir gucken nicht auf andere, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Guckt man dabei auch auf Platz 3? Wir machen Schritt bei Schritt oder Step by Step. Jedenfalls, wir wollen Spiel für Spiel denken und deswegen interessiert uns das nicht, was die anderen machen. Trotz der 3 Siege in Serie, Hertha steht noch nicht auf einem internationalen Platz. Der Abstand zu Platz 5 beträgt 2 Punkte. Zum neuen Tabellendritten Schalke 04 sind es aber auch nur 3 Zähler. Und die nächsten Aufgaben sind lösbar. Zunächst geht es zum Tabellenletzten nach Köln, dann kommt der HSV. Das Berliner Olympiastadion bekommt langsam ein völlig neues Gesicht. Die Sanierungsarbeiten, TV Sport in Berlin hat über den Fortgang laufend berichtet. Und nun stehen 2 ganz wichtige Termine an. Das letzte Heimspiel zum Beispiel der Hertha BSC-Mannschaft gegen Schalke 04 mit Jupp Stevens am 27.